Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Grand Prix 2, großer Preis von Ungarn, den wir ungern fahren. Weil es die Bruderpest ist. Und mit mir dabei, ihr hört ihn schon, der gute Kenny. Ja, du hast es gesagt, der gute Kenny, genau. Guten Tag, liebe Leute. Ja, auch bei mir geht's hier natürlich nach Ungarn. Wie sich hier dann abreibt, der gute Kenny. Mir wird vorgeschlagen, eine 3-Stop-Strategie. Okay, mir ist eine 0-Stop-Strategie vorgeschlagen worden. Wir einigen uns auf 1, würde ich sagen. Genau, Pole Position für Wawrzyk vor Schumacher, Hill, Coulthard, Berger, Alesi, Blundell, Verstappen, Nakano, Brundle, Kenny auf der 11 oder 12 und der Beißler dahinter. Ja, Kenny auf der 12, genau, Beißler auf der 14. Also ganz schön krass. Mega geil. Mega geil. Mega geil. Ungeil ist, dass mich Schumacher gleich am Start überholt. Aber den habe ich zurückkassiert vor der ersten Kurve. Mega geil. Alter, Kenny, was geht denn mit dir? Vierter? Wie bist du nur noch vorgekommen, ey? Ja, warte mal, was bei mir jetzt gleich passiert. Wir starten auf 24. Alter, von 14 auf 4 nach vor. Schaut euch mal den Start von Kevin an. Na, ich gehe jetzt auch mal hier in den Start dann rein, nachdem du ja mit deiner Aufstellung dann durch bist. Weil wo ich fehle dir leider das Menü so. Und bei mir ist auch das Licht auf grün. Und los geht's. Oh, da gibt's schon mal die ersten kleinen Reibereien zwischen Irvine und Tomczyk, wenn ich das richtig gesehen habe. Vollgas auf die Tom erste Chick, Kurve. Tomczyk. Und wir bremsen uns vorbei und sind schon mal auf der 8. Boah, Alter. Wie Kenny alle stehen lässt. Echt geil. Guter Start, Kenny. Ja. Frühstart. Genau. Muss jetzt nur halt durchbringen. Frühstart. Frühstart. Wie viel da bist du? Wie viel da bist du? Gerade noch 8er. Gleich letzter. Es war knapp, aber ich habe es gerettet. Na, Respekt vom letzten auf dem 8. Ne, vom 24. auf dem 8. So. Und da geht der Flügel drauf. Da hat meiner auch gleich. Es ist passiert, mein Flügel ist am Arsch. Jetzt mal gucken, wie viel davon kaputt ist. Boah, gut. Ja, nichts super, kaputt. Bei mir bricht gleich die komplette Nase weg. Und wir sind nur noch 11 da. Ich würde das eigentlich gerne noch versuchen, ein bisschen durchzubringen, aber ich glaube, der Flügel ist hier schon relativ wichtig, darum müssen wir wohl an die Box. Topspeed hat man dann eh nicht wirklich. Ja, und wenn du die Kurven nicht einschätzen kannst, ist es ohne Flügel eigentlich auch egal. Das war jetzt eigentlich ein Diss, aber war nicht so gemeint. Also das Rennen kommt auch wieder ab. Du hast nicht wirklich Bremspunkte! Scheiße! Was mache ich denn? Hakkinen, Wichser! Ich Wichser! Wieso fahre ich da rein? Oh Mann, steig auf Hakkinen auf und ruiniere mir den Flügel! Eieiei! Hab ich in der Boxgasse ein bisschen abgekürzt. Boah, das war echt dämlich, ey! Ja. Ich werde wieder hinterherfahren. Ich weiß nicht, soll ich trotzdem noch einen Stop machen? Ne, ich nehme den raus. Aber ich werde nicht alleine hinten wegfahren, sondern Kobayashi dürfte das noch sein. Nee, Coulthard ist an der Box. Da hat sie auch den Frontflügel mal eben ruiniert gehabt. Das heißt, bin ich letzter. Hey, Tier. Wenn ich jetzt so Hupe hätte, ey. Relax, don't do it. Ja, Joker hat sich übrigens auch Grand Prix 2 gekauft oder geholt. Ich weiß gar nicht, ob man das noch kaufen kann. Bei Amazon kriegst du das so für 70 Euro, glaube ich. Weil es halt schon einen gewissen Sammlerwert wohl hat. Aber es gibt es auch legal online zur Verfügung gestellt. Wenn mal Google bemühen, da wird euch weitergeholfen. Google ist euer Freund. Mika Salo mag die Strecke auch nicht unbedingt. Der ist auch an der Box. Und... Boah, Alter, was war das denn? Ich bin Vorletzter, yeah! Ich hatte gerade den Mega-Einschlag und da ist mir nichts passiert. Weißt du, ich holper über Sand und reiß mir den Flügel ab. Jetzt habe ich hier gerade den Mega-Einschlag in der Wand und nichts passiert. Ja.
Ist okay, wird so akzeptiert. Bin mal echt gespannt, wie ich mit der Strecke zurechtkomme. Aber letztes Jahr war es ja extrem spannend, da im Kampf um Platz 1, wenn ihr euch erinnert. Die Geschichte mit Kultart, der Hose überrundet hat und ich auch mitgemischt habe. Allerdings einer rechts, das war echt eine spannende Sache, aber heute glaube ich jetzt nichts mit dem Sieg. Ich drehe mich schon wieder, Alter, heute ist mein Auto auch extrem drehfreudig. Okay. Ich habe so eine Walzermusik, die muss ich einblenden, glaube ich. Nur nicht ganz so schwul. Nicht ganz so schwul, Mama. Halt die Klappe, Junge. So, Start und Ziel. Dritte Runde fängt an. Ja, bin ich auch schon drin. Mit welchen Fingern benutzt du eigentlich A und Y? Mittelfinger und Zeigefinger. Okay. Ich benutze mit dem Ringfinger A und mit dem Mittelfinger Y. Okay. Oh nein! Komm schon, nicht den Flügel abreißen, bitte. Alles, nur nicht den Flügel abreißen, bitte. Fahr vorsichtig, lieber Williams. Genau, Coulthard überholt mich auch, damit bin ich jetzt doch noch letzter. Aber yeah, der Flügel ist noch dran, das ist die Hauptsache. Weiß nicht, ey. Wie bei Terraria den Kill-Counter, brauchen wir hier vielleicht mal den Flügel-Counter. Da habe ich viel zu tun. Kenny vergibt Flügel. Ja. Red Bull verleize, ich verballer so. Kenny schon auf der 3 bei mir. Krass, krass, krass. Achtung. Flügel noch dran. Mal ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, was ich hier tue. Also irgendwie wirkt das alles äußerst unkoordiniert und mega daneben. So wie eigentlich die letzten Rennen auch. So für Zeiten. Aber ich habe jetzt gerade eine gezeitete gehabt, eine 1,42. Dann bin ich aus der Box gekommen, glaube ich. Gerade 1,25. Ah, das ist die erste, die einigermaßen mal normal ist, nachdem ich in der Box war. Ja, und der Flügel ist wieder ab. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist das denn für ein Scheiß, ey? 14-1 auf Gacho. Boah, ich glaube, ich werde der meistgehasste Grand Prix 2-Spieler der Welt. Ey, guck dir mal an, wie schlecht der ist, und der wagt es aufzunehmen. Zack, da geht er weg. Okay, aber es ist nur die rechte Seite. Ich versuche einfach mal damit weiterzufahren. Tu so, als wenn nichts gewesen wäre. Die Anzeige unten ist aus. Aber meistens klappt das dann ja trotzdem noch relativ gut mit dem Wagen, dann um den Kurs zu kommen. Aber ich finde es cool, dass wir schon ein paar Leute animieren konnten, Grand Prix 2 wieder auszupacken. Oh, auf jeden Fall. In dem Fall war es ja Weißner und ich, die da angefangen haben, und Kenny hat dann gesagt, eigentlich mega geiles Spiel, mega geil. Mega geil. Und jetzt der Joker, der sich's auch geholt hat. Also würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr euch das kreizt und mal zockt. Ist echt super. Trotz des Alters eins der besten Formel 1 Spiele, die verfügbar sind, wie ich finde. Gut gealtert und super modfähig. 1,24,2, Bestzeit. Yeah, Bitches. Boah, 10 Sekunden auf Gachot aufgeholt. Nice one. Schön, schön, schön. Darf nur keinen Scheiß machen. Gerade hier, wo wir sind, in dem Streckenabschnitt, wo es ja letztes Mal ziemlich krass mit dem Übersteuern war. So, Gascho, mach mal Platz kurz. Danke. Und damit bin ich 24. Oh yeah. Ich ziehe. Ein bisschen Mietzekätzchen. Wombat. Wombat. Ein Wombat. ...1,33,694 jetzt gerade mal meine Runde, aber auch wieder mit Ausritt und so weiter, also es läuft. Und ich habe 14,7 Sekunden Rückstand auf Vettel, das will schon was heißen. Nochmal eine was? Eine 1,23 oder wie?
Warte, 1,31, 1,23, so, bist du wahnsinnig? Ich wollte es nur nochmal hören. Ich glaube, ich habe den Kurs. So, das war gerade Infight mit Beretta. Wollte ich mal wieder an der Stelle überholen, wo er mich nicht überholen lassen wollte. Kennen wir ja schon. So. Gurno, wie sieht's aus? Links, rechts? Wo hättest du das gerne? Wo hättest du es gerne? Wahrscheinlich von hinten von dir. Ja, haben gerade gemacht. Oh, noch alles dran. Da vorne ist irgendein McLaren, Grün oder Beisler. Ah, Gilbert. Ganz schön weit hinten, der Grün. Der findet das Gaspedal auch nicht so recht. Krebs da auf Platz 22 herum. ...1,34, Alter, also irgendwie so wirklich voran komme ich nicht, aber ich habe schon mal 2,7 Sekunden auf Vettel aufgeholt. Jetzt sind nur noch 12 Sekunden Rückstand, die ich habe. Also es wird. Vielleicht. Vettel, der mit dem Behindertenmobil unterwegs ist? Ja, der mit dem Behindertenmobil unterwegs ist, mit dem Rollator. Zanardi oder Herbert vor mir. Macht Platz. Brav. Ja, brav. Ja, fein. Ja, gut gemacht. Das ist der nächste Mika Hakkinen. Der ist auch ordentlich zurückgefallen. Der ist nur 19. Okay. Spielt sich ja ganz schön ab. Vorne Kenny auf Platz 5 zurückgefallen. Schumacher, Lazy Hill, Berger, Kenny, Coulthard. Leider alle, die in der WM auch vorne sind, spielen auch da mit. Wir schreiben, oder wir notieren, Runde 7, ich werde schon überrundet, von Sutil und Häkkinen. Weil Boric nur auf der 4 momentan, Alonso noch vorne auf der 3, Hamilton 5, Grün 6, Herbert 7. Der Beißler unter den ersten 10 gar nicht zu sehen, ist auf der 12. Bei dir ist der Grün stärker als der Beißler. Ja, irgendwie zumindest in dem Rennen, sonst ist der Beißler eigentlich besser dabei, aber Ungarn scheint wohl niemandem wirklich zu liegen. Das ist so das Rennen für die Außenseiter. Zumindest für alle die, die nicht aufnehmen und so. Das war Häkkinen, jetzt kommt Uai Tuero. Sorry. Oh, Alonso ist schon hinter mir, ey. Das war Tuero. Du hast ihn abgeschossen? Du hast das Auge abgeschossen? Das hat mich so hypnotisiert. Schauen wir uns das nochmal an in der Kurve. Kann, ja, da kann ich weiterfahren. Gut. So, und damit bin ich auf Platz. Anzeige geht weg. 18. Okay. Haben wir einen Dreier gespannt. Schon wieder so ein Augenauto. Oh nein! So, Nakano. Ah, nee. Nicht Nakano. Augenauto müsste Magnussen sein. Ja. Magnussen! Wo willst du's haben? Rechts? Okay, rechts passt. Rechts. Und da kommt ein Ligier. Ich werde jetzt gleich von Gilbert Grün überrundet. Da geht ein Ligier. Von Gilbert Grün überrundet? Was geht denn mit dir ab? Ja, eben. Boah, Alter, diese scheiß Schikane, Alter. Ganz ehrlich, ne? Das geht gar nicht. Bin jetzt immerhin wieder, werd immerhin wieder gelistet bei Grand Prix 2 Lab. Bin wieder 15. Ich bin wieder 15, Mama. Ich wurde noch nie gelistet in dem verdammten Spiel, ey. Zumindest nicht im Rennen. Doch, am Start, letztes Rennen. Ja, toll. Ach, scheiß doch die Hände. Du bist zur ersten Kurve, ey. Flüge weg.
Oh. Ich habe meinen auch beschädigt, aber ich fahre noch weiter einfach. Ich zieh das jetzt eiskalt durch. In der Hoffnung, dass ich da vielleicht wenigstens ein paar Plätze gut machen kann. Zumindest den einen auf Vettel. Okay. Aber ich komme näher trotz Ausritt. Sagen wir es mal so. Das will schon heißen, wie schlecht der Wagen da tatsächlich ist. An alle Vettel-Fans unter euch, macht euch keine Sorgen. Nächstes Jahr oder in der nächsten Saison, wir haben schon mal angefangen, ein bisschen drüber zu sprechen, was denn möglicherweise sein könnte, ob wir noch was machen und wie es dann aussehen könnte. Also Bock haben wir wohl noch. Zumindest bisher. Auch wenn es mich teilweise tierisch anpisst, das spielt mir einfach so viel Spaß, dass es trotzdem noch geil bleibt. Wir überlegen auch, wegen anderen Strecken zum Beispiel reinzubringen. Genau. Zum Beispiel gerade für diese Wix-Strecke. Oh ja. Ist ja schön, da wird es zumindest dann wieder etwas realistischer werden. Die Autos werden alle ein bisschen näher aneinander gerückt von den Stärken her, dass wir nicht dauernd einen Vettel haben, der einfach nur hinterher fährt. Ja, finde ich gut. Finde ich auch ein bisschen besser, ein bisschen mehr Realismus und so. Und nee, ich meine, ich finde gut, dass Vettel hinterher fährt. Ach so. Ja, ich finde es ja an für sich auch gut, weil ich den Typen einfach nicht mag, aber so. Ja, es ist halt schon ein bisschen unfair, sag ich mal so, weißt du? Naja. Hast du Chancen, dass du früher, dass du besser bist? Ja, die Chancen werden dann mächtig in den Arsch gehen. Jetzt kam mal eine persönliche Bestzeit von mir in dem Rennen aufgestellt mit einer 1,33. Gut, ich darf nichts sagen, ich gräb's auf 15 herum ohne Frontflügel. Ich gräb's mit angebrochenem Frontflügel auf der 26, also mobb mich nicht. Und den nächsten Ausritt, da werde ich schon von dem Arrows und vom Beißler überrundet. Und Fahrfuß dürfte auch schon wieder in Lauerstellung liegen, um mich zu überrunden. Entschuldigung. Kein Ding. So, ich bin jetzt echt gespannt auf die Kurve, also auf die Zeitzone Frontflügel. 1,29,4. Das Ding fahre ich nicht mal mit Frontflügel, weißt du? Was können wir denn ja machen so? Ich bin an Vettel dran. Vielleicht kriege ich in Runde 11 kassiert. Vorbei geht's. Ey, juckt meine Nase, egal. Durch da. Juckt meine Nase. 25. Yeah. Du Tier! Schumacher ist dann als nächstes fällig in 27,4 Sekunden Abstand. Ei, ei, ei. Einmal in Walzer getanzt und weiter geht's. Oh. Die Nähe zu Österreich tut der Strecke, glaube ich, nicht gut. Das war das Lied von Erdinger Weißbier. Ja. Aber. Tanzt man dazu bei euch Walzer oder was? Ja, wird wohl gehen. Natürlich nicht so wie der Klassiker von Strauß an der schönen blauen Donau. Auch jeder, der es googeln möchte. Erdinger. Alter, was fahr ich denn für ein Scheiß? So, jetzt geht's aber an die Box. Jetzt reicht's mir. Sogar Nakano wieder im Heckflügel auftaucht. Im Heckflügel. Im Heckflügel, guck da durch, ja? Ja, mit seinen Augen. Nakano hat doch gar keine Augen. Stimmt, das ist... Zumindest nicht das Auto. Ja, stimmt, das ist Magnus. Er sollte an seiner Stelle schon Augen haben, wäre besser für ihn, ja? So wie er fährt? Ja. So. Nein, ich hab auch Schumacher aufgeholt. Ich saus gerade an der Box vorbei und stehe irgendwie schräg drinnen. Ich bin über die 10 gefahren, sorry. Gut. Aufholjagd Nummer 2. Macht ja so viel Spaß. Komm ich gleich zum Überrunden. Oder überrundet werden. So wie ich fahre, halten das meine Reifen nicht lange durch. Ach, ich sorge so alle drei Runden für neue Reifen. Das passt schon.
Ich gehe wieder durchs Kies, jawohl. Da hat sich Kobayashi so erschrocken, der ist mal fast auf Null runtergebremst. Echt übel, meine Edition. Die sind auch, setzen sich halt extrem gut ab, immer die ersten. Schumacher 18 Sekunden auf Hill. Boah, das ist schon happig, ja. Leseberger, Coulthard, Kenny. Hab ich mich gerade mal mit Extra ein bisschen angelegt, den nochmal zurückgewiesen. Zumindest Kenny, versucht. Kenny fällt zurück. Das richtig entziffern kann, ist Montoya jetzt gerade an die Box gegangen in Runde 14. Ah, stimmt, Boxen. Da gibt es ja halt doch noch Chancen, dass ich ihm nach vorkomme. Zumindest annähernd. Nicht wieder ein Brain AFK mache. Wer hier vor mir einfach mal völlig ausflippt. Der gute Ekström. Schauen wir uns das mal an. Dann wird er schon echt sauer und dann. Kommst du da an, da komme ich ein bisschen weit raus und jetzt wieder mit aller Gewalt da durch. Und bremst dann Vollgas selbst in die Kurve hier ein. Dass das Auto noch gehalten kriegt. Überrundet dich gerade? Ja, natürlich. Ekström ist jetzt auch auf 16 oder sowas gewesen. Ne, 14. Und wer ist jetzt vor dir? Vom Klassement her ist momentan Schumacher vor mir. Okay. Ja, Coulthard arbeitet sich schon ein bisschen nach vorne, also die Minardis sollten für den noch kein Problem sein. Sutil an der Box, also das ist echt das Boxenstopp-Fenster offen. Extrem auf der 14, Wurz auf der 15 ist dann der nächste, der gleich ein gelber in meinem Rückspiegel auftaucht. Stimmt, das ist so ungewohnt, deine Edition zu sehen, weil ich nicht bei Jordan fahre. Mhm. So ein Jordan, ach so, Physikeller. Und Hülkenberg. Genau. Aber im nächsten, das kann ich verraten, weil Warwick hat seinen Wechsel zu Jordan bekannt gegeben. Okay. Ist halt nur die Frage, ob er in der Hornisse fahren wird oder in der Fliege oder... Im Hai oder in der Schlange. Oder in der Post. In der Postkutsche, weil Warwick ist mit Postkutscher. Da ist der Wurz schon. Schumacher an der Box. Ich habe Grün wieder überholt. Platz 20. Oh Mann, Alter, jetzt geht's hinter mir ab. Also irgendwie flippt dann Lotus gerade völlig aus. Oh nein, und ich hab nicht... Nein! Kurven Ausgang. Kenny ist ruhig. Piquet Junior. Kenny ist ruhig. Dafür. Ist viel zu ruhig. Ja. Alter, komm ich auf die Strecke wieder. Ich in der Box, in der Mauer gelandet. Das Auto zerlegt. Oh, kannst du noch fahren? Auf fahren konnte ich bisher noch nie, aber ich roll noch, ja. Oh, boah, nein! Oh. Ich konnte fast nicht mehr fahren. Ich werde überrundet und lass mich gerade nicht überrunden. Sehr zum Ärger von Hill. Ah, der kann auch weiterfahren, der Sack. Jetzt haben wir auch gerade einen schönen Walzer hingelegt. Also, letzter Platz. Vettel hat mich gerade wieder überholt. Immerhin geht's noch weiter für dich. Wie ich das hasse, wenn man so viel Zeit im Kiesbett verliert. Mhm. Na, und ich bin auch gerade mitten im überrundet werden. Platz 23. Läuft nicht so recht. Seit ein paar Rennen. Tja. Na gut, Deutschland war wirklich Brainfail mit dem Speedlimiter. Gut, Brainfail kann ich nicht mehr sagen. Ich hab das echt noch nie so krass erlebt. Denn sie wussten nicht, was sie tun. Ja. Und Ungarn ist halt Ungarn. Weil Warwick liegt bei mir jetzt im Moment auch wieder auf der 1 vor Grün, Sutil, Herbert, Alonso. Also wenn ihr Ungarn mögt, schaut euch noch einmal die Strecke zum letzten Mal an. Ich glaube, nächste Saison wird die weg sein. Das glaube ich auch, ja.
Da gibt es viele, die irgendwie spannender sind. Fahrbar. Sei es nur das Oval. Ist egal, selbst das ist spannender als das hier. Zumindest macht wahrscheinlich mehr Spaß als die Strecke hier. Das ist nur mein Garten vor der Haustür. Der Ententeich. Na Leute, ihr könnt gerne noch weiter in die Box kommen. Das muss jetzt nicht schon alles gewesen sein. Ich würde gern nicht 21. werden. Diese ganzen versteckten Spitzen in meine Richtung, weißt du? Nee, das war gar keine Spitze. Nein, das war keine Spitze. Jetzt bin ich ins 23.9 gefahren. Das war eine Spitze in deiner Richtung. Also ich fahre da Bestzeiten am laufenden... Na, am laufenden Bahn kann man nicht sagen. Box-Bestzeit. Sagen wir es so. Aber ja, es fehlt die Kontinuität. Und es fehlt die Skype-Verbindung zu Kenny. So, mach Platz hier. Volvo? Ja. Ach, Gott sei Dank. Hallo. Ich hatte gerade schon Angst, dass es bei dir wieder ein Bluescreen gegeben hat. War meine Verbindung weg? Ja. Okay. Kill steckt im Kiesbett. Oh, der Arme. Da kann ich weiterfahren. Kann weiterfahren, verliert den Platz an Schumacher. Das war wohl nicht so clever. Der führt in der WM. Mit Abstand. Und meine absolute Bestzeit hier hingelegt, eine 1:31.042. Geht zurück in ein Zoo. Den ersten Affen, den ich in meinem Zoo haben werde, nenne ich Valvorik. Ja, Zoo Tycoon wäre schon geil, wenn du das spielen würdest. Ja, muss man gucken. 1:23.869, yeah. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Lust, die Leute auf meinem Kanal mit Spielen zu, ja, vielleicht sogar zu nerven, die ich selber nicht kann. Aber dann dürfte ich ja gar kein Spiel spielen. Wollte ich gerade sagen. Hä, wollte ich gerade sagen. Hallo, denn das hast du dir selber gegeben. Natürlich habe ich mir den selber gegeben. Du Noob. Du nicht bringst. Du bist der Noob, du kannst nicht mal dissen, ey. Ich muss dir ja alles nur sagen. Ich kann dich ja nicht... Ja, richtig, du kannst mich nicht. Ich kann dich ja nicht immer dissen. Du kannst mich nicht einmal dissen. Das reicht nicht schon deine Fahrkünste, weißt du? Das, ja, in dem Moment stecke ich wieder im Kies, genau. Gut, ich bin gegen die Mauer gefahren, auch nicht viel besser. So, Beißler an der Box. Kenny, beide. Fall Beißler finde ich das ganz cool, denn dann werde ich ihn bald überholen. Beim Kenny dauert es noch ein bisschen, bis ich dort bin. Ich battle mich in zwei Runden wahrscheinlich wieder mit Vettel. Das ist die einzige Action, die ich den Leuten hier bieten kann. Klingt gut, das gibt Klicks. Kampf um mit Vettel. Echt, Kenny. Wer wird gewinnen? Kenny vs. Vettel. Wie ich es hasse, wenn der Force India beim Rückspiel auftaucht, denn dann überrundet er mich schon zum zweiten Mal. Du nup 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 du nup nup nup. Jetzt gehen aber einige in die Box. Krass, ich glaube Schumacher war schon an der Box und führt überlegen. Krass, krass, krass. Aber sonst, die anderen gehen gerade alle schön rein. Verstappen, Brandl. Ich habe jetzt in einer Runde 7 Sekunden aufgeholt, denn Vettel ist hier direkt vor mir. Und den kriege ich geholt. 1:30.712, wieder eine neue persönliche Bestzeit für mich in dem Rennen. 1:30, ihr Wahnsinn! Und Schumacher ist 44,5 Sekunden von mir entfernt. Die Erde bebt. Ach, auch nur du gefurzt hast wahrscheinlich. Ups.
Erdbeben in den Alpen. Ach nein, das war Valvoric. Okay. Holleriti! Holleriti! Platz 16. 1,25,7. Boah, war die Scheiße. Halt die Klappe, ey. Ich mach so versteckte dieses, weißt? Ach. Nicht sowas, was jeder kann. Ey, du bist scheiße. Vor mir der Magtussen. Platz 15. Nein! Oh Gott, Dreckskurve, Flügel weg. Scheiß, die wandern. Nein, ey. Ich sollte mich nicht davor orientieren. Ah, fuck it. Ja, Schumacher, probier's erst gar nicht. Du weißt, du kommst nicht vorbei. 1,29,032. Jetzt knall ich eine Bestzeit nach der anderen raus. Wahnsinn. Hab 9 Sekunden auf Schumacher aufgeholt jetzt gerade. Vielleicht freue ich mich ja so langsam mit der Strecke an. Bäh. Du kennst die famous last words. Ja, wie rechts ist frei. Die letzten Worte des Beifahrers. So. Puh, das war knapp. Habe ich fast die Kurve wieder verpasst. Boah, und der Force India mit dem Rückspiegel, der nervt sowas von, ne? Hässliches Drecksgesicht. Da müsst ihr wahrscheinlich hacken, aber ich schalte jetzt nicht zurück. Weil dann zerlege ich das Auto gleich wieder. Und dann ist Gold wieder groß, ey. Ohne Flügel am Leash hier vorbei. Brauchst du einen Red Bull, dann hast du immer Flügel. Wie witzig. Fand ich auch überaus begeistert von mir selber. Oioioioioi. Alter, ich überfahre das Auto gerade maßlos. Versuche halt ohne Flügel an Schumacher dran zu bleiben. Und mit ihm durch das... Mit ihm gemeinsam Heck an Heck. Okay. Durch die Gegner zu fahren. Klappt noch nicht so ganz. Menschlich gesehen wäre es Arsch an Arsch gewesen. Beunruhigt mich etwas. Frontflügel an Heckflügel. Oh. Ah, klappt nicht. Nee, ich komme an die Box. Nase in Heck. Wäre bei den heutigen Formel 1 Modellen noch ekliger. Penisnase. Gut, Halbzeit. Ich wollte ja eh an die Box kommen zur Halbzeit. Das passt schon. Nachteil ist, dass ich schon zwei... Ja. Nachteil ist, dass ich schon zwei Boxenstopps hatte. Fahr wieder jemanden auf dem Fuß, sorry. Uns gehen schon langsam die Crewmembers aus, glaube ich, in der Box. Das musst du im Boxenstopp selber machen. Aussteigen, rein. 10 Leute mit Gipsfuß nach dem Wochenende. Ich bin ja bei Valvoric dran. Soll ich die WM mal ein bisschen spannend machen? Machst gerade den Baseline und schießt mich ab. Nein, ich überrunde dich aber zurück. Was? Also die letzten 3 oder 4 Runden, die ich gefahren bin, alle konstant 1,29. Also das ist für mich, ich persönlich finde das ein kleiner Erfolg für mich. Auch wenn mein Boric da jetzt durch will. Du kannst doch nicht hier... Oh Gott, bist du wahnsinnig, ey? 1,29, Respekt, das schaffe ich ohne zwei... Alter. Das schaffe ich ohne beide Flügel und beide Räder. Schaffst du auch ohne Zähne? Wäre mir schön. Unfall gebaut und im Arsch. Wenn ich das richtig gesehen habe, war Valvoric nicht an der Box. Alter, was? Oh, ich habe Sutil an dir vorbeigeschoben. Sorry. Ich bin ihm hinten ins Heck gedonnert und habe ihm da den Schubs gegeben, um mit dir vorbeizukommen. Na, toll.
Weint da wenigstens mal nicht im Interview. Zang! Aber rüber. Ja. Und habt ihr das gesehen? Hab ich gerade vorbeigeschoben. Ich verlange Disqualifikation. Ja, ich mag Suti nicht wirklich, wer es gemerkt hat. Gut, eigentlich mag ich keine deutschen Fahrer. Außer Rosberg, der geht wohl, aber der fängt auch schon so ein bisschen an rumzuweinen. Er wirkt bei der letzten Siegerehrung nicht wirklich begeistert. Ja. Also drittes Rennen, Anmerkung der Redaktion. Ja, genau, ein paar rein. Und für sich ein sehr, sehr geiles Rennen. Ich meine, klar, dass man enttäuscht ist in gewisser Weise, dass man so ein Rennen nicht gewinnt, aber dann so, ich weiß nicht, bei der Siegerehrung, der wirkt ja sowas von angepisst. Das sah irgendwie kindisch aus. Irgendwie so schmollig so. Schmollig. Ja, halt typisch deutscher Fahrer. Sorry, aber irgendwas haben die deutschen Fahrer. Können nicht so recht verlieren. Wir sind es nicht gewohnt zu verlieren. Aber Sutil, hallo? Hat der schon mal gewonnen? Im Herzen, ja. Wow, da habe ich Häkkinen gerade fast abgeschossen. Ja, ich auch. Gerade hinter ihm habe ich gerade einen Schubser gegeben. Ich glaube, aber es hat ihm vielleicht ein bisschen Zeit gekostet, aber sonst nichts. Heckflüge noch alles dran, alles gut. Nicht ausgeglitten. Na, Heckflüge vom Häkkinen. Wow, das ist knapp. Aber passt alles noch. So, ich bin wieder an der magischen 15. Platzgrenze. 15. Platz! Ich muss echt aufpassen, mit welchem Speed ich in die Kurven gehe. Das ist das größte Problem. Wenn ich zu viel Speed habe, dreht es mir hinten das Heck weg. Mit diesen, wenn ich zu viel Speed habe, heizt sich aber irgendwo rein. Mit diesen Flügeleinstellungen, die ich habe. 20 Front, 14 Heck. Boah, hier gibt es zwei Schikanen, die fast gleich aussehen. Immer diese zwei erster Gang S's, diese ganz, ganz langsamen Dinger da, ey. Das ist so ätzend. Ich denke, ich bin gerade durch eine durchgefahren, weißt du? Und zack, ist dann noch eine, vergesse ich das immer, dass da noch eine zweite kommt vielleicht. Okay. Voll für den Arsch. Ich bin gerade wieder in meiner Lieblingskurve. Wenn man kann sie eigentlich in der Schnelligkeit nehmen, die ich nehme, aber mit den Flügeleinstellungen halt leider nicht. Ja, durchkommen komme ich, tue ich ja. Aber ich drehe mich halt dann am Kurvenausgang raus. Machen einen Walzer. Typisch österreichisch. Immer am Tanzen und Sachertorte am Essen. Sachertorte ist wirklich lecker. Okay. Was ich nicht, mit was ich nichts anfangen kann, sind so Cremetorten, so Schwarzwälder Kirsch oder so. Ich mag generell so Cremesachen nicht so gern. Wenn es immer mehr und mehr im Mund wird, klingt komisch, ist so. Ich bin kein Fan von Kuchen. Auch Fan schon, aber naja. Man darf es halt nicht. Ja, du bist da sehr strikt, was das angeht, oder? Man entsagt sich dem selbst, ja. Wie du gesagt hast, die letzte Pizza, die du hattest. Oh. Warum davon zu reden, ey? Was war's denn? Was Thunfisch oder war es Salami? Arsch. Das war eine Salami. Und so mit Zwiebeln und so richtig so nein, knackig so. Ohne Zwiebel, aber Steinofen? Der ist Mozzarella. Oh Mann, da mach ich den Dreher hier, ey. So Steinofen und so? So echt knusprig? Boah, halt bloß die Klappe, Alter. Bist du ätzend. Das sind meine Disses.
Ich hab hier gerade. Wen hab ich denn abgeschossen? Mich. Ja, ich glaube, es könnte Irvine sein. Ja, es ist Irvine. Der hat's verdient. Das war aber nur ein Versehen, weil ich auf einmal keine Konzentration mehr hatte. Ich hatte nur noch Pizza vor Augen. 26. von 39 Runden. Du wirst schon weiter sein wahrscheinlich. 27 von 39. Da haben wir gerade einen Ausfall. Wen haben wir denn da? Kobayashi rollt aus. Transmission Problem. Transmission war Aufhängung, ne? Übersetzung, glaube ich, oder? Übersetzung, genau. Getriebe, ne? Irgend sowas. Der erste Ausfall in dem Rennen. Und diesmal bin es nicht ich. Ich muss mich nur noch zurück überrunden. Dann kann ich definitiv als Vorletzter über die Startlinie gehen. Apropos Kenny, der hat gerade den Boxenfunk eingeschalten. Da war er eigentlich schon drinnen. Oh oh. Wo ist er? Hier im Battle mit Schumacher. Ich gehe vorbei und bin auf 24. Jetzt gleich die nächste Zwischenzeit. Mal schauen, auf wen ich als nächstes Rückstand habe. Elektrikprobleme, okay. Nein. Aber in der Box geschafft hast du, ne? Platz 6 Liga. Nee, noch nicht klar. Oh. Nur mal angemeldet, dass du reinkommst. Hm. Mal angemeldet, dass ich Schrott gemacht habe. Ja. Der nächste, den ich mir holen muss, ist jetzt Romain Grosjean. 1,4 Minuten oder 1 Minute 4 Sekunden entfernt. Ja, sollte der Elektrikteufel uns zuschauen, hätte ich gerne hier einen Elektrikproblem-Ausfall. Irgendeinen Schaden. Von dir oder was? Ja. Das ist ja langweilig. In dem Rennen, da geht's ja für dich um nichts mehr. Ja, eben. Ich würde mich hierfür anmelden. Nein! Kurvenausgang. Eieiei, gerade noch abgefangen. Das schaue ich mir noch mal an. Das war echt haarig. Warum heizen die immer so schnell in die Schikanen, ey? Mach ich auch. Aber die kommen da heile durch. Ja. So, jetzt ist er an der Box, da kenne ich. Auf Platz 9 hat er es geschafft. Okay. Bleib an der Box, bleib an der Box, bleib drinnen. Drinnen. Wird zurückgereicht auf Platz 11. Weiter, 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 weiter. Rechts und zurück, rechts und zurück. Platz 13, ja. Na, hast du gerade den 12. Platz wieder zurückgeholt? Okay. Haltet sie noch auf? Ich komme! Bin mal gespannt, was in den letzten 12 Runden noch so geht. Dabei auf Platz 15. Beisler und Kenny jetzt auf 11 und 12 direkt hintereinander. Grüße an der Stelle. Ja, auch von mir. Nach Freiburg. Ja, doch, auch an den Beisler natürlich. Lass dir die Schweizer Schokolade schmecken, die du gerade im Mund hast. Spuck sie nicht aus bei unseren Fahrkünsten. Wohl, man kann es ja auch nicht verübeln. Nein, oh, 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 oh. Boah, also Grosjean muss einen mega Patzer drin gehabt haben, denn ich bin jetzt auf 35 Sekunden an ihm ran und hatte mal 64 Sekunden. Und ich habe jetzt gerade Irvine abgeschossen. Und diesmal habe ich ihn wirklich weggeschossen. Oh Mann. Boah, das war gerade sau knapp mit Katayama. Aber vorbei. Schauen wir uns den Game Gag nochmal an aus der Perspektive. Aber weggekegelt ist jetzt nur die Frage, ob er sich dreht. Dann muss ich auf jeden Fall lassen und verschwindet aus meinem Rückspiegel. Und es gibt die gelbe Flagge, also da habe ich ihn wirklich etwas härter erwischt. Hallo Beisler, Grüße. Grüße, mach keinen Scheiß. So, und jetzt direkt hinter Kenny, die beiden Jordan-Schlangen holen auf. Platz 11 und 12. Oh Mann, ey. Na, wo hättest du es gern? Links, rechts? Ja, die Kurve ist scheiße zum Überholen.
Ein sauberes Überholmanöver um Platz 11. Schauen wir uns das nochmal an. Valvoric gegen Kenny. Der Teamchef wird mal ganz kurz zusammengekrampft sein. Ah, schön. Boah, nein, da heb ich ab. Nicht boah, sauber. Ich mach mir die Nase kaputt, Alter. Ernsthaft. Machst du Michael Jackson? Ist jetzt die Frage, wie groß ist der Schaden? Was ist tatsächlich passiert? Wenn nur ein Teil davon abgerissen ist, dann fahre ich natürlich durch. Wenn die Nase komplett weg ist, kann ich das Durchfahren vergessen. Also wie Michael Jackson. Und okay, es ist nur der linke Teil davon abgerissen. Das könnte reichen, um durchzufahren. Mal schauen, wie sich das so das Auto jetzt so anfühlt. 34,6 Sekunden Rückstand noch auf Grosjean. Die werde ich wahrscheinlich nicht mehr aufholen. Der linke Nasenflügel, sagst du? Ja, der linke Nasenflügel ist weg. Die Linkskurven sind scheiße, die Rechtskurven gehen ohne Probleme, aber die Linken nicht. Was ist das denn für eine Logik, ey? Echt, ich hätte noch nie einen Unterschied entdeckt. Weiß nicht, ob du mit oder ohne Nase fährst oder ob du einen Teil abreißt. Ja, genau. Ob das jetzt der linke oder der rechte Teil ist, gehen irgendwie alle Kurven gleich scheiße, finde ich. Okay. Sorry Nakano übrigens, wenn das Nakano war. Oder boah nein! Es kommt Panis. Da war die Box aktiviert, ich hab's verplant. Als er in die Boxengasse eingelenkt hat, habe ich Enter gedrückt, um da wieder an der Box vorbeizufahren. Dann drehe ich mich in der letzten Kurve vor Start und Ziel. Ist wieder über. Eine Dreiviertelminute Rückstand auf Grosjean. Vettel noch dabei? Vettel ist noch dabei, ja, auf 25. Dann bin ich an Coulthard aufgestiegen, glaube ich. Nein, 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 mach Platz. Lass mich vorbei. Danke. Gut, 9. soweit war ich schon lange nicht mehr vorne. Und da vorne ist Blundell, der wird gerade zurück überrundet, okay. Nice. Hilft mir. Nächster Ausfall. An der Stelle habe ich es noch nie gemacht und jetzt habe ich mir die Nase, glaube ich, komplett abgefahren. Das müsste Schumacher sein da vorne, weil Verstappen. Ja. Die Nase habe ich mir jetzt komplett abgerissen. Jetzt versuche ich aber die letzten 7 Runden ohne Nase zu fahren. Jetzt merkst du wahrscheinlich eine Beeinträchtigung in den Rundenzeiten. Oder auch nicht. Wow. Da außen an Blundell vorbei. Krass. Schauen wir uns das nochmal an. Damit Platz 8. Das war ich ja schon zweimal in der Saison. Schönes Manöver. Schumacher, so jetzt muss ich mich beherrschen. Wenn es ans Rücküberrunden vom ersten geht, der hat 31 Sekunden Vorsprung. Boah, krass. Dem tut nicht mal ein Boxenstopp weh, wenn ich ihn jetzt anschieb. Müsste schon Ausfall sein. Wir kennen das ja schon aus dem vorletzten Grand Prix, wo ich Schumacher angeschoben habe oder unbedingt anschieben wollte und mich dadurch zerstört habe. Na und ich drehe mich schon wieder weg hinter Schumacher, der hat sowas... Ich weiß nicht, irgendwas hat der Typ an sich, dass man immer reinkrachen möchte. Ich sehe den und denke an Crashen. Schumacher, wie hau ich ihn raus? Wo hau ich ihn raus? Wann mache ich das? Da steht wer im Kiesbett. Ist aber nicht Schumacher. So, Blundell, selbe Kurve wie letztes Mal.
Wer war das in der im Kies? Beißler? Oder Grün? Wer ist denn da draußen? Der Grün, der steht einfach da. Gut, okay. Platz 22 steht mitten im Kiesbett. Da meint der Joker Super doch gar nicht, oder? Der wartet einfach mal. Ja, ja. I think gonna do it. Relax. Wow. Nicht in den Verkehr rauschen. Okay, alles gut. Einmal ein bisschen gedreht hier, ein bisschen Style gezeigt, so. Mich ohne Nase präsentiert. What the Candy Style? What the Michael Jackson Style? Präsentiert sich auch gerne ohne Nase. Einmal rum, zweimal rum, der präsentiert sich gar nicht mehr. Mochtest du Jackson? Nicht wirklich. Damals, als ich noch jünger war, fand ich seine Lieder manchmal gut, aber so an sich seine ganze Art und Weise und sowas, dieses das ganze Auftreten war so lächerlich irgendwie. Und ich mochte ihn nicht wirklich. Doch mal, sein Tod hat mich jetzt so auch nicht wirklich berührt. Ich meine, so von den Prominenten her berührt mich Tod eigentlich wirklich kaum. Alter, wenn du überall dann liest, so in den Social Networks und sowas, oder habe ich glaube ich gerade Farbfuß abgeschossen. Was in Facebook, weißt du, jeder zweite Fritzel postet da Rest in Peace, und ist aber keiner kennt ihn persönlich. Jedes Jahr oder jeden Tag sterben in Afrika, keine Ahnung, 10.000 Kinder an Hunger. Da schreibt keiner Rest in Peace, du armes Kind. Das finde ich dann auch affig so. Ich finde es teilweise hat verlogen. Jetzt bei, keine Ahnung, beispielsweise Steve Jobs, der hatte genug Feinde und auf einmal jeder, ja, Rest in Peace und so. Ja. Weiß nicht. Hat schon was Verlogenes. Und bei Michael Jackson war es ja auch so. Wie der gescholten worden ist und dann auf einmal der Hero. Aber so ist es ja meistens, wenn irgendwer stirbt, wird erst da ein Tribut gezollt. So ist die Welt. Tschüss, eben. Schumacher. So ist die Welt. Tschüss, Schumacher. Hey. Mit dem Kommentar sollte man noch aufpassen. Ja, stimmt. Das stimmt wohl. Auch wenn es erste gute Zeichen gibt, das ist schon mal schön. Ich muss sagen, ich mag Schumacher nicht, aber das ist da diese ersten Zeichen von Erwachen und so weiter, als ich das gesehen habe, das hat mich schon ein bisschen gefreut, kann ich doch ganz ehrlich sagen. Also, mach den zwar nach wie vor nicht zu meinem Lieblings-Formel-1-Fahrer, aber... Ja, sowas wünscht man dann niemanden. Nee. Wie ich auch nicht, keine Ahnung, Jackson oder Steve Jobs oder so den Tod gewünscht habe, aber es ist halt nur dann echt seltsam, dann zu sehen, dass die... Ja, ja. Was die, wie die Welt darauf so reagiert dann, ne? Ja. So, also mich hat der Tod jetzt nicht wirklich betroffen, so, weil mich die Person an sich auch nie wirklich interessiert haben, weil ich halt nie wirklich viel davon mitgekriegt habe, so. Jetzt bei Schumacher, ich sag jetzt mal, wenn er verstorben wäre, wäre das was anderes gewesen, weil er hat nun mal... Ja, zu sagen, ein Teil meiner Kindheit geprägt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber er war halt ein Teil meiner Kindheit, dadurch, dass ich immer Formel 1 halt damals viel dann geguckt habe in der Zeit. War halt einfach da. Da bist du halt dann schon mal nicht vorbeigekommen, ne? Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne, ja. Hat man ja, dann weiß, schon so ein bisschen andere Beziehungen dazu irgendwie, ne? Aber... Dass ich da jetzt in Tränen ausgebrochen wäre oder... zünd eine Kerze an und so weiter, ach. Das fand ich bei Senna übler, weil ich jetzt Senna auch wirklich gern hatte und gern geguckt habe. Kleiner Held für dich gewesen, oder? Ja, ich weiß nicht, dadurch, dass eben mein Vater da bei Honda gearbeitet hat, immer noch arbeitet. Uiuiui. War das halt irgendwie Honda immer unser Team, das wir angefeuert haben, jeden Sonntag, immer aufgestanden um 7 und sowas. Ja, da war ja, Williams klar, halt immer das Boo-Team, weil es da immer McLaren gegen Williams ging. Mhm. Apropos McLaren, tschüss Brundle. und das war halt schon sehr spannend, muss ich sagen. Und bei mir ist das Rennen inzwischen vorbei. Und da mochte ich Senna schon sehr gerne.
Auch wenn ich es nicht so... Mein Rennen ist auch gleich vorbei. Oh, Wix überrunde da. Kannst du bitte Platz machen, wenn es bei mir um Punkte geht? Oh Gott. Herbert, was sollte das? Der Herbert. Also Sutfield gewinnt das Rennen vor Häkkinen, weil Worik wird nur Dritter. Und unser vierter Hamilton, fünfter Grün, mit dem letzten Pünktchen auf Rang 6. Weißler landet nur auf der 11. Und Fahrfuß schafft es dann nochmal auf 13. Nein, was mache ich denn? Oh Gott, ey. Und ich war kurz davor noch Vettel zu überrunden, hey. Und mal noch eben das Gesamtergebnis, also der Beißler noch auf der 11 gelandet. Wir erreichen noch Platz 23 vor Kobayashi, der ausgefallen ist, Vettel und Ralf Schumacher. Ja. Ansonsten Driver Best Laps. Wo sind wir da gelandet? Auf Platz 17. Ja. Nee, immerhin. Immerhin. Schauen wir uns im Driver Championship an, weil Worik weiterhin auf der 1 mit 81 Punkten, da er den Häkkinen erst mit 55 und Sutil mit 40, Alonso 31 und dann die Lücken bleiben halt groß. Herbert 15 Punkte auf Rang 5, Weisler mit 14 Punkten auf Rang 6, dahinter muss man die gar nicht mehr erwähnen. Grün jetzt mit einem Punkt auf Platz 10 sich mal eingereiht. Konstrukteurstabelle sieht es auch nicht viel besser aus oder auch nicht anders aus. Force India nach wie vor auf der 1 mit 95, Williams BMW mit 81 Punkten auf der 2, hinter weit abgeschlagen Bennett mit 39 auf der 3, Stewart mit 24 Punkten auf der 4 und Ferrari mit 15 Punkten auf der 5. Prost hat es mit 4 Punkten auf Rang 6 geschafft und Jaguar und McLaren teilen sich Rang 7 bzw. Rang 8 mit jeweils einem Punkt. Damit war es das dann schon von mir, vom großen Preis von Ungarn. Wir speichern den ganzen Mist hier nochmal eben, weil wir wollen ja diesen super Spielstand natürlich nicht verlieren. dann bedanke ich mich bei Valborik wieder fürs Mitfahren. Gerne. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Euch zwei, die sich das tatsächlich antun. Grüße an Beißler und Fuchsi. Genau. Ja, Beißler und Joker vielleicht eher. Ja. Und dann würde ich sagen, bis demnächst zum großen Preis von Belgien. Macht's gut. Bis dann. So, aus allen Kameraperspektiven angeschaut, der Crash mit Magnussen und sein Ausfall. Okay. War meine Schuld, eindeutig. War gerade am Zurücküberrunden, schauen wir uns das nochmal aus meiner Perspektive an. Und dadurch, dass ich ausschere, kriege ich wieder mal übersteuern und knalle voll rein in die Seite. Ihn hebt's auf, mein Frontflügel ist im Arsch. Jo. Dabei auf Platz 8, aber ohne Flügel. Doofe Sache. So, Brandl, mach Platz. Aber ich schaufel dir so den Weg frei. Das ist nett. Du bist direkt hinter mir. Also, um das von vorhin noch zu Ende zu bringen, ja, McLaren mochte ich schon sehr gerne. War ich lange eigentlich Fan von. Dann auch eigentlich bei der Schumacher-Dominanz war es dann auch klar, muss man dann auch irgendwie helfen, immer zu McLaren oder zu Williams, habe ich dann auch geholfen, als Senna dann eben dort war. Und ab dann eigentlich Williams und McLaren immer ganz gern gehabt. So halt bis dann irgendwie so Hamilton-Alonso-Sachen waren, das fand ich dann nicht mehr so cool. Okay. Da ich dann McLaren eigentlich nicht mehr so leiden können. Stallordern und sowas. Ja, das stimmt, wohl Stallorder fand ich auch mal ätzend. Und Williams mochte ich eigentlich auch ganz gern. Dann kam ja auch Montoya zum Beispiel rein, fand ich auch toll. Einzig Ralf Schumacher hat so ein bisschen dann mies gemacht, das Team. Okay. Habe ich dann nur zu einem Fahrer geholfen. Ja, bei dem kann man das schon verstehen.
cool war das McLaren-Team so bis 93, wo Senna gefahren ist und Berger. Die waren schon ein cooles Team. Die mochten sich auch privat sehr gerne. Und irgendwie so ist das Kind, war ich da noch ein bisschen patriotischer, als ich es heute bin. Und das war schon ganz lustig oder ganz cool, wenn ein Österreicher vorne mitfährt. Oh, ist lange her. Ja, ich weiß nicht. Ich finde Nationen nicht so wichtig, die sollten sich eher durch fahrisches Können hervorheben. Das hat dann irgendwie kein Österreicher mehr geschafft. Christian Klien war... Kacke. Ach, der hat teilgenommen. Hat teilgenommen. Ich meine, er war besser als Liuzzi und Speed, aber es ist auch nur eine zweifelhafte Ehre. Ja, genau. Wurz war jetzt nie der beste Fahrer, so mag ich ihn ganz gern von seinem technischen Verständnis. Und als ORF Co-Kommentator. Lauda ist eine Lachnummer. Also, so mit den österreichischen Fahrern habe ich es eigentlich nicht. Da war Berger wirklich der Sympathischste. Und der hat auch in jedem Rennen immer Hetti Wari gesagt. Er war berühmt in Österreich dafür. Hetti Wari? Hetti Wari. Das ist sein Spitzname. Ich meine, hätte ich da nicht einen Ausfall gehabt oder hätte ich da nicht einen Zwischenfall gehabt, Wari, Weltmeister und Wari. War ich weiterfuhren. So. Also hätte, wäre quasi. Also das war schon immer ganz lustig, seine Interviews anzuhören. Oder auch wie er über seinen Unfall da gesprochen hat, den er in Imola mal gehabt hat. Wo sein Auto auch in Brand geraten ist. Oha. Wo er dann gesagt hat im Interview, my balls were on fire. My balls were on fire? Ja. Also er hat gar nicht so viel mitgekriegt eigentlich vom Unfall, also, aber er hat nur gemerkt, dass seine Eier tierisch wehtun. Er hat sich gesorgt, dass seine Eier gleich verbrennen. Also gleich ein Omelett garniert in seinem Auto. Lecker. Also, der war schon ganz legendär durch seine Interviews. Und so halt einfach auch sympathisch, nicht abgehoben. Viel Grund gab es auch nicht zum Abheben. Das waren 10 Grand Prix-Sieger, aber halt nie Weltmeister oder so. Ich würde gerade sagen, so das wirklich dicke Ding hat er ja nie gerissen. So, ne? Nee. Das dicke Ei hat er nie gelegt. Aber er war schon ganz cool. Einer von den sympathischen. Aber generell fand ich damals die Formel 1 Fahrer einfach näher als heute. Das ist halt heute so vorgegeben, was sie uns zu sagen haben. In den Interviews steht immer irgendwer dabei, der darauf aufpasst, dass sie auch ja das Richtige sagen. So wenn man es jetzt bei Vettel sieht oder so, immer mit seiner blonden Pressesprecherin. Ja. Oh, Kenny, sorry. Oh, scheiße. Was hast du gemacht? Volle Möhre abgerammelt. Oh, klar, dass du mich rammelst. Ey. Den Bremsbug mal voll übersehen. Da gibt's ab ins Kiesbett. Na gut, macht für dich auch keinen Unterschied. Achter. Also bin ich wenigstens vor dir. Ha! Kann ich in der Box rumprallen. Ich habe ihn abgeschossen, weil ich bin nicht vor ihm gelandet. Ja, genau. So prallt man richtig. Ja, also ich fand damals hat die Formel 1 Fahrer noch so richtig Menschen. Da kam es halt auch noch mehr auf den Fahrer an. So hat auch schon das Reglement dafür, dass es nicht mehr wirklich auf den Fahrer ankommt. Ja. Und damals hat er auch noch so echte Typen in der Formel 1. Die halt aussteigen, sich eine anrauchen. War schon echt lustig. Aber man muss auch sagen, die damaligen Formel 1 Fahrer waren teilweise wirklich nur schlecht.
Also, da gab es schon Typen, die mitgefahren sind, wo man sich dachte, warum zum Teufel fahren die eigentlich mit? Hast du heutzutage auch noch? Maldonado zum Beispiel? Oder? Ja, aber heute sind die schon mehr irgendwie auf Erfolg getrimmt oder auf Können getrimmt als damals. Das ist wohl wahr. Heute geht es halt eigentlich nur noch ums Gewinnen. Ja, und das habe ich in meinem Fall nicht geschafft. Ich bin auf Platz 8 im Ziel. Schumacher erster vor Hill. Das ist alles besonders bitter für die WM. Dann Coulthard, Berger, Alesi, Verstappen. Also die Top-Teams alle vorne. Siebter der Brandl und achter ich. Neunter der Kenny und zehnter der Panis. Ja, Platz 8 habe ich irgendwie auch gemietet. So mein dritter Platz 8 Erfolg. Oder Erfolg. Nächstes Mal ändere ich das Punktesystem, dass die erst 8 Punkte kriegen. Dass nur der 8. Ich wenigstens einen Trostpreis haben. Ja, genau, dass nur der 8. Punkte kriegt. Das wäre mal geil. Und für die WM schaut so aus, dass der Schumacher 56 hatte. Der kommt jetzt auf 66. Kenny geht leer aus. Hill kriegt dafür 6 Punkte und kommt auf 39. Das heißt, der überholt Kenny. Puh. Weibo geht auch leer aus. Ja, buh. Yeah! Berger 3 Punkte, damit 24. Coulthard schafft 4 Punkte, kommt auf 25 Punkte. Krass, krass, krass. Alesi spielt, backt kleine Brötchen. Also so bleibt es eigentlich relativ gleich. Ich bleibe Vierter in der WM. Aber ja, Schumacher-Abstand ist schon ein bisschen größer. Schumacher 66, bei Wolk 25. Ja, ist schon ein bisschen was, ne? Immerhin ist der Abstand so auf Hill und Kenny noch einigermaßen okay. Auf Kenny 12 Punkte. Das ist ein Sieg. Wann werde ich den wohl schaffen? Aber Belgien könnte durchaus interessant sein. Für mich wäre es auch interessant. Lassen wir es interessant. Das ist mal weg. Interessant. Ja. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Euch hat der Talk nicht genervt oder hat euch gefallen? Formel 1 Talk. Und ja, dann sage ich euch danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne Kommentare da. Kommentar geil. Ja, yeah, klick geil, Kommentar geil, Like geil, alles geil. Geil, mega geil, mega geil, mega geil. Dann sage ich euch danke fürs Zuschauen, danke an Kenny fürs Mitkommentieren. Natürlich, immer wieder gerne, immer wieder gerne, immer wieder gerne. Wir werden auch gleich weitermachen, gleich weiter aufnehmen. Yeah. Geht's nach Belgien, Spa-Francorchamps. Genau, dann sage ich euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.